durch ihre Stellung war es bedingt, dass sie ins Ausland gefahren sind. Gab es dafür aber bestimmte Auflagen, die sie erfüllen mussten? Also ja. Bürgschaften hinterlegen etc. zum Beispiel? Nein, Auflagen, die jeder Auslandsreisende damals hatte, die sind sicherlich allgemein bekannt. Also man durfte keinen Kontakt mit Einheimischen pflegen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe dadurch eigentlich auch viel mehr Einblick bekommen in das Leben der Leute in Albanien zum Beispiel oder in China, nicht, die total abgeschirmt waren. Und habe dann auch Vorträge in der DDR gehalten über nicht, China beispielsweise. Der Kulturpalast mit 800 Leuten war immer voll, wenn ich die Vorträge gehalten habe in dem Sinne. Aber diese Vorträge haben dann auch mein Genick gebrochen, weil beispielsweise ich von unserem Pastor und Kantor in unserer Gemeinde, an der wir Mitglied gewesen sind, in der Auferstehungskirche in Dresden, hat man mich angefragt, ob ich doch nicht auch in der Kirche so ein paar Vorträge über China halten würde, damit mit der Kollekte unsere Orgel, die kaputt war, eigentlich ein bisschen auf Vordermann gebracht wird. Ja, das habe ich getan. Habe auch mit meiner Frau das sogar abgesprochen gehabt, wenn ich das irgendwie über die chinesische Mauer spreche, nicht über die Sinnlosigkeit dieses Bauwerkes, über wie viele Millionen Menschen eigentlich getrennt worden sind und wie viele Hunderttausende gestorben sind beim Bau dieser Mauer und dass eine solche Mauer nie etwas bei... Und jeder im Saal wusste eigentlich, über welche Mauer ich spreche. Ich hatte an für sich so gedacht gehabt, wenn man mich fragt, dass ich au au sagen würde, an sowas habe ich gar nicht gedacht, an so eine Parallele. Man hat mich gar nicht gefragt. Man hat einige Tage danach einen Pass weggenommen. Ich wurde versetzt, nicht? Und bin von 1983 etwas bis zur Wende als einfacher Sachbearbeiter tätig gewesen, der nicht mehr reisen durfte. Ich durfte nicht einmal in die Tschechei reisen, weil ich keinen Pass hatte. War Ihnen das nicht klar? Also war das eine unbewusste Kritik? Das war doch bewusst gewählt. Das war bewusste Kritik. Das war... Ja, ich war ja schon immer eigentlich nicht mit dem Regime. Und das fing sogar an, eine kleine Episode, wenn ich das sagen darf, als meine Mutter oben versteckt war, kamen bei uns zwei Russinnen im Nachhinein, Ukrainerinnen, nicht? Aber das war, damals hat man alles in einen Topf reingeschmissen, nicht? Zwei, die gehörten zu dieser... zu diesen Mädels, die die ganzen Konvoi regelten an den Straßen. Die waren als Freiwillige in Kiew in die Rote Armee eingetreten, haben gekämpft quasi, sind bis nach Bulgarien gekommen und wurden bei uns einquartiert. Und mein Vater hat natürlich sehr große Angst gehabt, dass sie nicht irgendwie meine Mutter aufstapeln oder irgendwie... Und hat sie quasi gepflegt, wenn man so sagen kann. Eines Tages kam die Natascha zu ihm, ich war auch zugegen, und sagte sie ihm so ungefähr, Chasein, das heißt guter Wirt, sie sind immer so nett zu uns. Nicht? Das ist an und für sich einmalig, aber eine Bitte habe ich. Sprechen Sie vor Lubotschka nichts. Lubotschka ist NKWD und hat sich schon ganz ängstlich umgeguckt. Mein Vater war natürlich geschockt. Keine zwei, drei Tage kam Natascha und hat das Umgekehrte von ihrer Freundin gesagt. Und da ging uns eigentlich ein Licht auf. Zwei Freundinnen durch dick und dünn haben kein Vertrauen zueinander und haben Angst. Und diese Angst, diese Art des Systems, das ist beibeblieben,
Nicht? Gleich anschließend war so, wir sind nach Sofia zurückgekommen. Mein Vater hatte einige Koffer in einer Villa im Bituscha-Gebirge, das liegt bei Sofia, bei einem Freund deponiert gehabt. Und die Birna wurde eingebrochen und war alles ausgeraubt. Und er ist dann hingegangen in die neue Miliz, die von ehemaligen kommunistischen Partisanen war, nicht, um Anzeige zu erstatten. Und ist rein zu dem neuen Inspektor und wen sieht er? Der trägt einen seiner Anzüge. Ja, und das sind solche Episoden, die prägen gleich dann einen Jugendlichen.